Yo, servus Leute, seid herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wir reagieren auf Mr. Dadi und Bottega Butz von Kick auf dein Plexus. Latina gibt Kuss, sieht aus wie Santa Cruz. Ihr wisst Bescheid, produced by Psy, mixed by Psy Mastering. Volker ist am Start, 2011 heißt der Song. One Take Films hat das Video gemacht, okay. Was sagen die Leute? Nemo Dadan, heftig, brutal. Okay. Sehr stark. Nur Psy bringt solch schöne Vibes. Dann wollen wir mal rein, Leute. Checkt aber auch gerne mal ab, auf was wir bis jetzt schon alles reagiert haben. Sollte dieser Kanal oder dieser Junge, den ihr euch gerade anschaut, in irgendeiner Weise euch gefallen, was aber nicht so im Regelfall ist, dann könnt ihr gerne den Kanal hier abonnieren. Würde mich freuen. Okay. Wir starten rein, let's go. Sag, was ist los mit dieser Welt? Warum verraten Brüder dich? Deine Augen hab sie gelesen, ich seh, dass du ein Lügner bist. Ja, check die News, Riesenüberschrift, da wo ich heute... Okay. Ach, ist das von, Telefon. Ich glaub ja, ne? Ich glaub schon. Ja, okay. Hab ich schon gesagt, dass ich das glaube? Da wolltest du doch immerhin hast du mein Merch in deinem Zimmer drin. Der Fernseher flimmert, du siehst mein Gesicht und checkst, dass ich ein Gewinner bin, mach dir keinen Kopf. Okay, das ist ein eigenartiger Flow von Dardan, den wir gerade hören. Ich rolle immer das R bei Dardan, obwohl er sagt immer Dardan. Ich weiß es nicht. Scheiß drauf. Es gibt wichtigere Sachen als... ob das R bei Dardan gerollt wird. Mach dick im Kopf, denn es gibt Schlimmeres. Sag mir, wen kann ich vertrauen? Sorry, bleib an meiner Seite, wir sind ready, wir sind down. Okay, was war das für ein Übergang? Ich verstehe gar nichts mehr. Erstmal wollte ich über diesen eigenartigen Flow reden. Der war so... so ein bisschen gegensätzlich zum Beat, zur Melodie, besser gesagt. Aber es hat irgendwie doch gepasst. Und jetzt auf einmal... Drums knallen rein, Dancehall ist da. Zeige dir, wie Chaos ist. So viel Para in den Händen, lebe für den Augenblick. Leg dein Auge, ich leg 100.000 auf den Tisch. Tränen meiner Mutter sind zu teuer, deshalb schieß ich nicht. Zieh die Tränen runden auf. Aber ich muss ehrlich sagen, auch jetzt gerade hier, lass mich die Stelle nochmal hören. Also lass mich besser gesagt weiter hören. Aber. Warte mal. Zieh die Tränen runden auf. Mein Spiegelbett, lass dich nicht auf der Strecke liegen. Nein, du bist selbst gegangen. Das Auto ist im sechsten Gang. Die beiden warten noch auf meinen Blick. Okay. Was ich aber sagen wollte, war, dass mir der Flow von Dardan gefällt. Er hat Flow-Variationen reingebracht. Ja, so unerwartete Flow-Varianten. Und es hat gepasst. Safe. Okay, jetzt haben wir hier den Wechsel, ne? Dardan gehört, Nemo kommt rein. Ich glaube, er ist in der Hook, ne? Digga, die Struktur von dem Song ist so wild, ne? Ich bin selber verwirrt. Erstmal hörst du Dardan so ein bisschen, auf einmal bam, Drum kommt rein. Du denkst, das ist die Hook, dann doch nicht irgendwie. Jetzt ist Nemo da. Aber die weiß egal. Ja, die bringen so, ja, so Sachen, ich kann es selber nicht beschreiben, meistens so gegensätzlich, aber die schaffen das, dass das so gegensätzlich ist und dass das dann noch so passt miteinander. Ist schon cool, was die auf jeden Fall machen, das will ich damit sagen. Das ist so anders, nicht Mainstream auf jeden Fall. Die machen so was Neues, finde ich. Aber du musst es nicht gehen. Ist cool. Ey, findet ihr aber auch, ich weiß nicht wieso, aber ich finde Nemo in letzter Zeit sehr fresh. Fresh im Sinne von, wie er rappt. Gefällt mir der Bruder hier. Nemo und Psy sind ja sowieso so wie Dardan und Menu. So. Nie wieder wirst du Teil meines Lebens. Nein, das war kein Zufall. Das wird uns heute wieder begegnen. Ja,
Oh, Digga, die Drums, ne? Die Drums, die knallen richtig schön rein. Die knallen schön rein. Das ist so, wie soll ich das beschreiben? Die Drums sind nicht so sauber, aber das ist natürlich extra so gewollt und das passt, finde ich, voll gut gerade zur Atmosphäre. Beide nicht gemeldet seit dem letzten Mal. Und dass ich dich vermisse, hab ich jetzt erkannt. Nein, ich will nicht dich senden. Okay. Ja, ruhige Stelle hier von Nemo gewesen. Und jetzt kommt nochmal wahrscheinlich jetzt hier die Hook rein. Digga, der Song hat so viel Wechsel. Wie viel Wechsel hat dieser Song? Boah. Aber irgendwie merkt man voll, dass die mit Leidenschaft dabei sind und übertrieben Spaß haben. Es hat sich so viel verändert zwischen uns. Und du musst sie eigentlich stehen. Weil die Stadt nur noch das Business im Mittelpunkt. Ja, wie gesagt, ich finde einfach Nemo letzter Zeit, ich weiß nicht wieso, aber letzter Zeit gefällt mir Nemo echt gut. Er ist so, er macht einfach so anderen Shit, finde ich. Ich finde es auf keinen Fall Mainstream so. Er macht so, er führt so seinen eigenen Style aus und das gefällt mir. Safe. Die Erinnerung vorbei sein, wir sind keine Kinder mehr. Digga, dieser, du bist die ganze Zeit mit dem Kopf so am Nicken mit dem Beat. Wann kommt der Drum-Bum? Ich komme gerade gar nicht mehr klar, was ist das? Starkes Ding. Mein Herz ist immer noch quer. Ich erinnere mich, vermisse dich sehr. Und jetzt nochmal, Digga, Aber ich finde die Hook, beste Stelle finde ich die Hook, weil da finde ich die Drums so passend und wie die sich dann darauf angepasst haben, finde ich stark. Okay. Warte mal. Okay, hier wurde noch was vorgestellt. Hab mich schon gefragt. Aber ey, was Songlänge geht übertrieben klar, ne? So, überleg mal, die normalen Songs 2-3 Minuten, aber das geht schon so 3,5 Minuten. Sogar mehr. Hammerbeat, ey. Oh, ey, und jetzt noch so eine E-Gitarre. Warum habe ich die nicht hier mittendrin gehört? Okay, dann sind wir jetzt hier im Outro, ne? Starkes Ding, ey, Jungs. Starkes Ding. Fühle ich und feiere ich auch. Dadan und Nemo. Emerald. Okay. Okay, Leute, das war's. Macht's gut. Haut rein. Abonniert gerne den Kanal und ciao.